Nichts Besonderes, ist das schon krass. Die sind jetzt mit dem Auffüllen fast fertig, während die noch nicht mal eine Schicht abgetragen haben. Ich sag ja, sehr effizient sind sie nicht gerade beim Abbauen. Vor allem, weil sie gerne ihren Steinbruch nur in einen Schweizer Käse verwandeln müssen. So, wird langsam Zeit, den nächsten Steinbruch zu planen. So, machen wir die Treppen mal auf die Seite. Die Höhe stimmt auch gleich schon mal, das ist gut. Noch 15 Felder zum Füllen. Noch 13 Felder zum Füllen. Kommt das so hin? Ne, es müsste eine gerade Zahl an Feldern sein zum Füllen. 11? Hä? Ach so, da ist eins gefüllt. Ich habe es nur nicht erkannt. Okay, da ist es eine ungerade Zahl. Ja, hier. Noch 7. Ja, das kommt hin.
Jetzt nur 5. So, dann nehmen wir mal, also dann wechseln wir schon mal den Steinbruch. Während wir auf die letzte Füllung warten. Flop. So, dann legt mal los. Haut das Ding weg. So, da kommen sie angerannt. Gut. So, das heißt, das Warten, bis sie hier alles weggehauen haben. Und da ist wieder die Schlafmusik. Ach ja. Und leck.
Na, guck dir mal, die räumen die Schichten effektiv weg. Die müssen da oben noch das Gras abtragen. Schon mal diesen Teil hier wegnehmen. Es ist lustig, dass das Baustellenschild da nicht, also der Marker nicht wandert. Sie fangen mit der dritten. Sie haben schon die Hälfte der dritten Ebene eigentlich weg, aber ziemlich durcheinander. Die haben nicht mal die Deckschicht weg. Sie haben schon mehr als die Hälfte der dritten Ebene weg.
Also ja, wir befinden uns auf der letzten Hungerstrecke teilweise. Wo dann doch nichts Spannendes gerade passiert. Okay, ja, das meiste Gras ist jetzt weg. Dann fangen sie sicherlich jetzt an, richtig wegzugraben. Und die vierte Ebene ist auch schon zur Hälfte weg. Schön, wie die Sonne wieder scheint. Und schön, wie sie da einige Blöcke wieder komisch haben stehen lassen.
Hey, nur noch 5 Schichten, dann haben sie es geschafft. Dann heißt es wieder auffüllen.